Hallo und WB zu einer neuen Folge von Toman Wood. Link, 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 link. Ja, Mann, letztes Mal waren wir hier und heute gehen wir hier lang. Ich habe ein bisschen trainiert, vor allem unsere Miko, damit sie gleich auf im Level ist. Ey, guck mal, die hat schon wieder ein Item nehmen. Oh, schon wieder ein Escape Rope, braucht kein Schwein. Ja. Alter, immer noch. Hatsune Miko, Mann. Hatsune Miko. Hat 51 HP, 34 Attacke, 36 Defensive, 31 Attacke, Spezialattacke, 40 Defensive. Sie hat ein Allrounder, was auf Level 12 ist schon ziemlich gut. Und sich mit Mitchell kann man nicht halten. Hyper Wasting, Thunder Wave und Thunder Punch dazugekommen. Thunder Punch macht 75 und. Ey, guck dir mal. Einfach OP. Also auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter. Guck mal, was hier ist. Eine Potion. Nicht, dass ich die jetzt noch brauchen würde. Wen setze ich denn mal nach vorne? Ah, ihr habt Miko ja noch gar nicht von hinten gesehen. Das sieht nicht so schön aus. Hey, komm her. I'm going to keep waiting. Help me further my career. Ja. Aber heute nicht. Heute geht's auf den Po. Ein bisschen Lex müssen sein. Less Tiana. No, Tiana. Die müsste ein Dingensmann haben, was die ganze Zeit YouTube-Videos guckt. Wieso setze ich Thunder Punch auf, ich frag gar nicht erst. Alter, guck mal, die Gegner hier sind nur Level 4. Das ist extrem lame jetzt. Ich weiß auch nicht, wieso ich unbedingt auf Level 12 trainieren musste, aber jetzt habe ich wenigstens erstmal so eine kleine Mystia hätte ich auch mit Thunder Punch besiegen können. Dies Flug sieht man an ihren Rückendingen. Bam, 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 so sieht er überhaupt von hinten aus. Ich finde diese gelben Streifen nicht so gut. Es ist übrigens gerade Nacht, sehe ich. Ich habe die Uhr falsch eingestellt am Anfang. Obwohl ich die richtig eingestellt habe, habe ich aber erst die Uhr eingestellt, als es schon zu spät war. Ah, shit. Ach so, Patchouli. Patchouli-Sama gegen Patchouli-Sama und ich teleportiere mich weg. Ah ja, ich kann ja auch mit. Da! Tuka City! Erstmal Markt. Wie wir sind, Markt zu gehen. Ah, Mann, ey, die gute alte Pokémon, wieso hab ich nur so wenig Geld? Erstmal Pokémon Center. Hallo! There are many types of Poneka, types of strange and weaknesses. Ja, das ist erstmal genau wie. Ey, Mudkip! Mudkip! Ich liebe Mudkip. Hallo, der hier von der Hobby Collecting Tabard. I'm a Boneka friend. Hobby's friend. Adventure friend. Yes, of course. I'm an adventure friend. Fantastic! Your profile is wonderful. Kitty Raisin, will anyone bring the fulfillment? Das wird super, das Spiel. Ich freue mich jetzt schon. Aber ich habe Rubin immer richtig gerne, beziehungsweise Saphir, weil ich immer nur. Hier irgendwo war ja auch noch ein Haus, wo ich rein musste. Norman Wands. Und du sagst mir auch nichts Interessantes. Ich suche. Irgendwo bekam man hier was. Ich weiß noch nicht mehr wo, aber. Hä? Hallo? Ario, hallo, I'm Ario, I came from Kanto. Maybe you want to go together, you will need this. JX Pass. You need to ask Mongkox to bring you to Masara Town. It's the north of Mugu Town. Ja, was weiß ich, wo die ganzen Städte sind und wieso siehst du aus wie ich? Hätten sie sich da nicht was anderes pixeln können? Das ist doch shit. Ist auch schön. Okay, und du? Ich
traveling is wonderful. I love the mountains. I love your father. I wish I could go on a adventure with my Boneka. Ach ja, okay, halt die Fresse. Ich brauche unbedingt ein Wasser-Boneka. Aber es ist wirklich dringend. Weil... Was ist jetzt los? Ja! Are you maybe a rookie trainer? Do you know what Boneka trainers do when they reach a new town? They first check what kind of gym is in the town. Here, look there. See, this is Toka City's gym. This is the gym sign. Look for it whenever you're looking for a gym. Ja, aber da wohnt mein Vater da drin. Und das ist die fünfte Arena. Und da kann ich ja nichts machen, du Pisser. Hi, Dad. Der Dad sieht auch aus wie der Dad von Maike. Hm? Well, wenn das nicht hier ist. So, seid ihr fertig mit Umziehen? Ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, bis hier hinzukommen, weil... Ah, ich sehe, du hast dein eigenes Boneka. Ich glaube, du sollst ein Trainer werden wie ich hier. Das sind großartige Nachrichten. Ich werde wirklich... Ah, Mann, ich habe vergessen, was Forward Looking hat. Ich werde mich drauf freuen, so. I'd like to go to get a Boneka, please. Ja. Du? Ja, na gut. Du bist Wally, richtig? Ja, ich werde in Chikadake Town stehen und nicht alleine bei myself sein und dann möchte ich einen Boneka haben. Und ich habe noch nie einen Boneka zuvor gecatcht. See, here, you heard it? Hast du es gehört? Geh mit Wally und mach, sei sicher, dass er einen Boneka fängt. Hier, ich gebe dir einen Boneka. Hier hast du C. Coxa und nun fang Boneka. Und dann gebe ich dir noch einen Mikro-Orb. Oh, danke. Would you really come with me? Would you really come with me? Ja. Sonst machst du noch einen Fehler. Die Karawane zieht weiter. Sultan hat Durst. Yeah. Ey, dann fängt er sich jetzt ein Patchouli, ne? So ein Pisser. Warum muss er ein Patchouli fahren? Ah ne, er fängt gar kein Patchouli. Ein Alan. Alan Wake. Und hier kommt Coxa. Ach, der Vater hat ihm dieses Cocktail. Coxa kann kein Tackle. Ja, ist schon wieder Betrug. Das ist ein Geister-Pokémon. Wieso sollte ein Geister-Pokémon Tackle können? Und wieso bekommt Coxa Schaden von Tackle? Fragezeichen. Ja, okay, das schon eher. You throw orb. Okay, I throw orb. Ja, man macht doch mal hin, du Spaß. Ich werf den Ball. Dung, dung, dung. Eins, zwei, drei. Wer hätte das gedacht? Es ist gefangen. Gotcha, Alan was caught. Oh, I did it. It's my Boneka. Ja, vielen Dank. Lass uns zur Gym zurückgehen. Zur Gym? Mann, Gym, Jom. Zur Halle, zur Arena. Ich nenne es Arena. So, hat's geklappt? Ja, danke, danke. Ich hab's geschafft. Hier ist dein Boneka zurück. Ja, danke, dass du mit mir gekommen bist. Ja, ihr seid beide fähig gewesen, ein Boneka zu catchen. Ich garantiere dir... Ich garantiere dir, ich werde wirklich gut auf es aufpassen. Oh, und meine Mutter wartet auf mich, so ich muss jetzt gehen. Tschüss, Shia. Shia, if you want to become a strong trainer, here's my advice. Wenn du ein starker Trainer willst, hier ist meine Anweisung. Head for Kazumi City beyond this town. Da solltest du auf den ersten Arena-Leiter treffen, Roxanne. Wenn du sie besiegt hast, dann musst du auch noch die anderen Leader defeaten. Und die ganzen Orden sammeln. Hast verstanden? Natürlich, ich bin auch ein Gymleader. Wir werden auch uns eines Tages treffen und kämpfen. Aber solange das noch dauert, muss das mal stärker werden. Das ist eigentlich genau dasselbe wie immer. Wieso durfte ich eigentlich hier nicht rein? Ach so.
weil das Wallys Haus ist. Hey, Mutter von Wally? Hey, Wally, was happened? Bla bla bla. Den unwichtigen Charakter übersetze ich nicht. Aber er bedankt sich, dass ich mit seinem Wally gespielt habe. Tja. Männerliebe, sage ich dazu nur. Männerliebe. Ach, wer ist das? Entschuldige mich. Lass mich raten. From the way you are so wie du aussiehst, bist du ein Bunnika-Trainer? Ja, vielleicht nicht. Deine... Oh Mann, deine Clothes. Deine Klamotten. Deine Klamotten sind gar nicht dreckig. Ja, entweder bist du ein Rookie-Trainer oder du bist nur ein normales Kind. Ich habe gehört, ich wandere durch das Land und suche nach talentierten Trainern, aber tut mir leid, dass ich deine Zeit genommen habe. Tja, Pisser. Ich werde eines Tages ein richtig berühmter Trainer. Hurensohn. So ein Bastard. Naja, aber die Routenmusik ist shit. Ist wie Pokémon. Ja, das ist wieder Nasra, die Infusion. Ah, Caesar. Aber es ist kein Wasser-Pokémon, das sehe ich direkt. Warte mal, ich muss mal kurz, damit ich nur noch bei Scout, Summary, damit ich bei Scout nämlich nur noch klicken muss, tausche ich Teleport mit Konfusion. Und Dingens hat schon wieder ein Item. Moonshot. Eine X-Attacke. So was setze ich eh nicht ein. Da ist schon wieder ein Sarah. Ja, aber sie ist anfällig. Und Sunny Milk. Sieht nicht so aus, als käme hier was Interessantes. Nope. Dann wechsle ich mal wieder auf ein anderes Boneka, weil wir wollen ja alle gleich recht trainieren. Scout soll ja nicht schon von Anfang an. Ja. Lassen wir die beiden erstmal in Ruhe ihre. Eklig! Wieso macht ihr sowas am Strand, Leute? Wieso macht ihr sowas? Erst lässt er sich von vorne penetrieren und dann von hinten. Leaving footprints in the sun is so fun. Ja. Indem du vor einem Typen kniest und deinen Kopf bewegst. Ach, das ist Anak Mudabilla. Einer unserer netten Mitbürger aus einem anderen Land. Ach, Kio, richte das mal bitte. Gust. Und zack. Eine Runde Guss. Shen wackelt mit seinen Schwänzchen. Shadow Punch. Boing. Auf die Phrase gegeben. Sister S ist Wasser. Ja, dann nehme ich da. Auch dementsprechend Miko. Ja, Miko wird jetzt ein festes Mitglied. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde. Vielleicht lasse ich sie auch Miko. Aber ich bin mir nicht sicher. Bambara, bambara. Tja, Anak Mudak Billa. Boah, Gott, bist du von mir ran, ist der Algiti. Wieso heißen die eigentlich immer so scheiße? Und warum stehst du ihm die ganze Zeit im Weg? If you're going to throw a Miko a week in the form, can really catch poison pigeons. Ah, nachts ist es immer so nachtig. Hey, du. Oh no, I'm not trainer, but that's right. If the trainer looks like it's challenge to battle. Ja, ja, halt die Fresse. Wieso guckst du Backtrainer? Das ist die, hm? Ich wundere mich, was da auf der anderen Seite des Sees ist. Ha. Er hat doch wahrscheinlich Dingensmonster. Wassermann. Ach, Hina. Ja, Hina kennt man. Ich weiß auch in etwa, was Hina so zu bieten hat. Ja, Absorber. Es ist ein Wassermonster, was Absorber kann. Das ist sehr OP. Deswegen setze ich Miko ein. Keine Lust, dass das ewig dauert. Los, Miko. Hau auf die Fresse dem Ding. Ein Thunder Punch und... Ah, mittlerweile schon Level 9, sehe ich gerade.
Ey, guck dir das mal an, das ist doch schon wieder Verarschung auf 10. Da geht man eine Stadt weiter und schon sind die OP. Ich möchte gerne eine Route. Ey. JK Pass. Hätte man lieber hier drinnen bleiben sollen. Aber Leute, das war's fürs Erste. Ja, wir sehen uns dann später wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich liebe euch und gute Nacht.